Ja, so war es die letzten Jahre bei der Fastenrede am Nockerberg. Es wurde ordentlich derbleckt. Der Aiwanger Hubert, der saugt seinen Diesel aus dem Heizöltank, du kommunales Schlitzohr. Und gelacht. Die Politiker saßen vorn im Saal, machten gute Miene zum bösen Spiel. Schau, wie der da schaut, der Markus. Aber wirklich schlimm war es nur, wenn man nicht beachtet wurde. Wahrscheinlich haben sie schon drauf gewartet, dass ich was sag zu ihnen, gell? Aber sie kommen gar nicht dran. Das war einmal. Diesmal werden wegen Corona keine Politiker vor Ort sein. Diesmal muss Maxi Schaffroth die Rede allein halten, in einem leeren Saal. Natürlich fehlt der Bierdunst, es fehlt der Filz in der ersten Reihe, es fehlt genau das, worüber man sich eine Rede wunderbar lustig machen kann. Und damit muss ich umgehen. Eine Zeit lang wollte Maxi Schaffroth seine Fastenrede als großes Autokino aufziehen, hier am Fuße der Bavaria, auf der Theresienwiese in München. Mit der Bavaria im Knack und unten der Söder im A8, vorher nur durch die Teststation durchgefahren. Quasi die Grünen vielleicht mit dem Fahrrad, ja, die Schulze und der Hartmann auf dem Tandem. Also gleich wieder ein bisschen Doppelspitzensymbolik. Also das hätten wir wunderbar aufziehen können. So ein Autokabarett hat er im vergangenen Sommer schon einmal aufgeführt. Urbi et rustice Bavariae orbi. Und das wäre bestimmt auch als Fastenrede ein großer Spaß gewesen. Mein Bayernland. Aber ich habe dann beim Schreiben gemerkt, so das Tradition, das ist tatsächlich, der Nockerberg hat so eine Tradition und das ist ein, man profitiert da unglaublich davon, dass die Leute so was damit verbinden. Wie du hinten drin sitzt, wie ein kleiner Bub. Wo fahren wir hin? Wann sind wir da? Darf ich hinten Ananas essen? Wie soll das werden, wenn diesmal kein Publikum im Saal ist? Wie soll da irgendeine Stimmung aufkommen? Jahrelang hat Antonia von Romatowski im Singspiel hier auf dem Nockerberg die Bundeskanzlerin gegeben. Doch daran ist dieses Jahr nicht zu denken. Zum zweiten Mal fällt das Singspiel im Festsaal aus. Wie soll das laufen mit Sicherheitsbedingungen, mit Hygieneregeln? Wie sollen wir Schauspieler, die teilweise knutschend auf der Bühne stehen, wie soll das gehen? Was? Du stehst so stur und träge. Was? Mir immer nur im Wege. Ich frage mich oft, wie meine Karriere ohne dich verlaufen wäre. Antonia von Romatowski findet es schade, dass Angela Merkel jetzt vielleicht sang- und klanglos von der Nockerberg-Bühne verschwindet. Denn im nächsten Jahr wird es bereits einen neuen Kanzler geben. Die Angela Merkel wäre da unfassbar nüchtern. Die würde sowas sagen, ja, was sein muss, das muss halt sein. Da ist nicht viel Emotion. Irgendwie, schade ist das, natürlich, aber wenn alle geimpft sind, dann können wir auch wieder gemeinsam lachen. Ja, also furztrocken. Scholz! Deutschland ist noch nicht bereit für einen Mann als Kanzlerin! Ich pack's. Scheiß Bayern! Maxi Schaffroth freut sich trotzdem auf seine Fastenrede. Und auch wenn niemand im Saal sitzt, die Politiker werden zugeschaltet. Er hat sich alles genau überlegt. Da sitzt die Opposition. Da sitzt die Unantastbarkeit in Form der CSU und mit so einem kleinen Appendix mit den Freien Wählern. Und dann kann man anfangen zu schnüren und zu bündeln und dann wird es immer dichter. Und das merken die und das sieht man in den Gesichtern von den Politikern. Und dann merke ich auch, dass da so eine leichte Schadenfreude aufkommt. Am Freitagabend ist es soweit. Maxi Schaffroth hat Überraschendes angekündigt.